Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ihr seht, ich bin Stufe 320. Hat sich ein bisschen was getan seit gestern, denn ich habe ein paar Etagen im Wirbelwind tatsächlich noch besiegen können. Und ich habe bei den Dungeons, ja, da bin ich auch ein Stückchen weitergekommen. Ich habe hier in der altehrwürdigen Zauberschule jemanden gelegt, und zwar den scheinbar Geläuterer. Der ist gefallen. Ja, habe ich ein paar Pilze für gebraucht. Aber der ist zum Schluss noch gefallen, und zwar aus einem bestimmten Grund. Es ist jetzt 23.59 Uhr, meine Alu füllt sich gleich wieder auf, ist gleich neuer Tag, denn wir bekommen jetzt gleich das Kalenderlevel ab. Ja, und ich hatte mir gedacht, man könnte ja noch mit einem etwas höheren Level reingehen, jetzt bin ich 320, und nehme dann gleich mit einem besseren Level das Kalenderlevel ab, mit heißt im Umkehrschluss mehr Erfahrung halt durch, ne? Den Aufstieg hier im Kalender. Ja, ansonsten wollte ich euch noch mal darauf hinweisen auf die Community-Gilde, die hier gut am Start ist. Die ist auf Platz 37, und ich habe gesehen, die ist sogar vor Shakesen Twitchit. Ja, das ist ja, wer das nicht wusste, die Community-Gilde von Mozone und Mika, die ja den offiziellen Shakesen Twitchit-Kanal auf Twitch leiten. Und ich finde es sehr, sehr nice, dass meine Community Gilde, die Störartigen, jetzt die Community-Gilde von Mo und Mika jetzt schon überholt haben. Das ist sehr, sehr nice. Grüße gehen raus an die von Shakesen Twitchit. Die sind zwar im Level noch vor den Stören hier, die sind auf Stufe 187. Ist auch sehr swagmäßig unterwegs hier an der Stelle, ne? Und sind momentan zwei weniger hier. Sehe ich auch gerade bei den Kollegen hier von drüben, von Twitch, ne? Und ich finde es sehr, sehr cool, sehr, sehr nice. Ich wollte mal darauf hinweisen, es ist cool, dass unsere Community-Gilde hier so gut abschneidet. Sind jetzt auf 45 Raids, machen, glaube ich, jetzt eine Woche Raid-Pause, so wie mir das gesagt worden ist, weil sie nicht großartig weiterkommen. Da werden jetzt erstmal ein paar Fights hier in der Ehrenhalle hingelegt, ne? Aber Shakes and Twitchit auch auf 45. Finde ich nice, dass so die Community-Gilde von mir mit der Community-Gilde von Mo und Mika so ein bisschen konkurrieren und da auf der ja einigermaßen selben Stufe umher geistern, so, ne? Deswegen Grüße gehen raus an die Störe hier an der Stelle, ne? Sehr, sehr krasse Leistung, und könnt ihr euch immer bei den Offizieren bewerben, außer Hunrizzle, der hat wahrscheinlich mit anderen Sachen mehr zu tun, aber bei den anderen Offizieren könnt ihr euch immer gerne melden, falls ihr noch eine coole Gilde, ja, auf der Suche nach einer coolen Gilde seid mit Leuten aus der Community. Und aber ich glaube, die haben mittlerweile ein paar Anforderungen sogar. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube, das hatte mir der Breezox irgendwie irgendwo geschrieben gehabt. Also die nehmen jetzt nicht mehr ganz alle Leute an. Falls ihr da Interesse habt, noch in die Gilde reinzugehen, ne? Die nehmen jetzt nur noch Leute an ab Stufe 90 plus mit Ritterhalle 9, sehe ich jetzt gerade so, ne? Aber ansonsten immer noch relativ lazy, oder besser gesagt, entspannt unterwegs, so, ne? Gut, wir haben den neuen Tag am Start, jetzt schon 2 Minuten nach, und holen uns jetzt das Level ab. Wir sind ja Stufe 3, 2, 1, auch sehr, sehr cool, ne? Nice Sache auf jeden Fall, und sind eine Stufe wieder aufgestiegen hier in der ganzen Geschichte auf W50. Ja, jetzt werden wahrscheinlich die ganzen Level hier durchrattern. Ich hatte gestern im Video angegriffen, ich hatte aber, also das Dämonenportal angegriffen, hatte den Chat aber nicht gezeigt. Ich habe im Dämonenportal über 100 Millionen Schaden gemacht. Den Kampf hätte ich gerne gesehen, leider habe ich das euch nicht zeigen können, aber es stand halt in der Gilde, und habe ich das zu spät gesehen, denn so, ne? Ja, ansonsten sind wir back on track, und würde tatsächlich ganz gerne das Dämonenportal angreifen. Ist zwar übel dumm, das jetzt zu machen. Wir sind auf 55%, aber ich möchte es unbedingt im Video haben, so, ne? Also im Video hätte ich das Dämonenportal schon noch gerne, weil sonst müsste ich wieder warten. Und ich finde es immer, hatte ich ja gestern schon gesagt, ich finde es immer ziemlich spannend, da immer zuzuschauen beim Dämonenportal, wie da die Tries so aussehen. Und ist aber natürlich absolut nicht empfehlenswert, das am Start des Tages zu machen, sondern halt wirklich sich das für das, ja, den Ende des Tages so aufzuheben,
ne? Weil man da natürlich dann schon wieder besser geskillt ist etc. pp. Deswegen, ja, macht das auf keinen Fall nach. Solltet ihr nicht machen, aber wir sind ja jetzt auch eine Stufe höher und vielleicht haben wir Glück und können das Dämonenportal im Video live legen. Wir haben gestern nicht so viel Schaden gemacht, ist ein Geschickgegner, ist ziemlich heftig unterwegs, so, ne? Aber ja, ich hoffe mal, wir kriegen das trotzdem hin, ne? Und ja, wie gesagt, absolut dumm, das jetzt zu machen, aber ich möchte es ganz gerne im Video tatsächlich haben, ne? Ich finde es halt immer ziemlich spannend, so zuzuschauen. Könnte jetzt sein, dass uns das die letzten paar Prozente kostet und wir morgen das dritte Mal hier angreifen müssen. Das wäre natürlich übel RIP. Ne? Aber der Try gestern sah ja auch schon danach aus, als ob wir für den hier 3 Tage brauchen anstatt 2 Tage. Es sei denn, wir lacken mega hart rein und kommen hier über die 50%. Ja, und er darf halt nicht viel ausweichen. Ne? Wir machen starke Crit-Treffer, aber er darf nicht. Gestern ist er so viel ausgewichen, das war unglaublich gewesen. Und wir haben so wenig geblockt. Ja, genau, Schild hochheben, noch ein Crit, nochmal Schild hochheben. Nein, nicht ausweichen, nochmal Schild und komm. Oh, er weicht schon wieder aus, aber wir heben wieder das Schild hoch und haben ihn besiegt. Sehr nice. Haben sogar noch relativ viel Leben übrig gehabt. Das ist ganz cool auf jeden Fall. Und haben jetzt wieder 1% mehr Portalbonus. Ja, wäre schade gewesen, hätte ich euch das Dämonenportal nicht zeigen können. Ne? Aber wie gesagt, ansonsten immer schlau anstellen. Nicht so wie ich das gemacht habe jetzt hier. Immer am Ende des Tages angreifen, damit ihr ja das Maximale aus dem Tag dann noch rausholen könnt. Und genau. Dann mit besseren Stats ins Dämonenportal reingeht. Ist immer auf jeden Fall die klügere Variante, als ja, wie ich das jetzt hier gerade veranstaltet habe. Ne? Nur zwecks der Video. Ja, Zwecke. So, gut. Ja. Ich habe hier immer noch ein paar Items aus dem Wirbelwind. Ne? Wie gesagt, ich bin gestern gut vorangekommen hier. Auf 382 bin ich jetzt hier unterwegs. Ansonsten momentan sieht es sehr schlecht aus. Sieht sehr schlecht aus in den Dungeons. Ne? Hier fällt der Gegner wahrscheinlich noch ziemlich lange nicht. Und hier wäre der nächstbeste wäre hier in der Lichtwelt Peter der miese Peter. Ne? Und die Tries gegen den sehen absolut grottenschlecht aus. So. Die Wahrscheinlichkeit, dass der liegt bei 0,3% oder irgendwie so. Ja, also absolut bad. Will ich auch gar nicht großartig weiter tryen hier, hat keinen Sinn, so, ne. Ich meine, er bringt uns vielleicht ein Level up, aber pff, gut. Bringt mir jetzt tatsächlich auch nicht sonderlich viel. Und ja, deswegen schauen wir mal, wie es die Tage hier danach aussieht. Und ja, da verfolge ich dann lieber meinen Plan und skippe dann hier die Festung dann eines Tages hoch, ne, wenn es denn soweit ist. Und ja. Ist auf jeden Fall schlauer, denke ich mal, als jetzt hier auf Krampf in die Dungeons reinzugehen. Ich meine, wir sind Stufe 321, das ist ganz cool. Ne? Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden mit der Leistung. Das ist ja schon ein bisschen über dem Durchschnitt, sage ich mal. Ne? Wir haben jetzt ein Durchschnittslevel von 299, bald die 300. Ich denke mal, die 300 sollten wir heute easy knacken, wenn alle Leute sich hier das Kalenderlevel abgesichert haben. Das sollte, denke ich mal, ja, auch funktionieren. Und ja. Ansonsten bin ich hier immer noch ziemlich fleißig dabei, den kann ich ja jetzt hier wegmachen, den habe ich euch gezeigt. Bin ich ziemlich fleißig dabei, hier noch in der Festung meine Angriffe zu machen. allerdings bekomme ich hier auch nicht so die besten Gegner reingeschallert, da ich ja auch nicht über sowas wie einen Festungspartner besitze. Ja, deswegen ziemlich schade, aber wir haben die immer in der Mache, ne? Sind jetzt nicht so, dass wir jetzt da irgendwie überlaufen. Außerhalb von diesem Festungsevent dauert es bei mir auch relativ lange, bis die Leute dann wieder ausgebildet sind. Ich glaube, ja, 4 Stunden 30 oder so insgesamt für alles. Das ist schon, es dauert schon ein bisschen so, ne? Da läuft einmal die Edelsteinmine auf meinem Main-Server voll. Bis dahin, ne? Die jetzt auch schon hier auf Stufe 82 ist, hat schon gutes Goldeinkommen, sag ich mal. Ne? Und da werden wir auch gute Earnings von tragen. Ne? So, ja, als nächstes machen wir jetzt erstmal hier den Kollegen, den fahren wir jetzt mal ab, damit wir ein paar Seelen bekommen hier für die Unterwelt, damit wir demnächst hier auch ein bisschen vorankommen. Ne? Mal schauen. Ich hätte vorher vielleicht heute noch, ja,
Das habe ich nicht bedacht. Ich hätte vorher die Folterkammer hochziehen sollen, dann hätten wir wieder ein bisschen mehr Prozente gehabt hier bei den Angriffen. War jetzt der zweite Fehler, den ich gemacht habe heute. Ja, der erste hier das Dämonenportal angreifen, der zweite jetzt schon wieder hier. Ne? Aber naja, drauf geschissen sind halt jetzt 10% von den Angriffen jetzt gewesen. Ist jetzt nicht so schlimm. Ja, gut. Muss ich mal überlegen, was ich als nächstes ausbaue. Wir haben jetzt hier 1,3 Millionen. Vielleicht den Seelenextraktor. Ich weiß nicht, wir haben ja das Herz auf Stufe 12. Ja, ich glaube, was anderes lohnt sich jetzt tatsächlich gar nicht viel mehr, außer entweder den Seelenextraktor hochzuziehen oder nochmal die Folterkammer vielleicht gleich aufzuziehen, hier mit den anderen zwei Gebäuden, die schon auf 11 sind. Da lasse ich mir noch was einfallen. Und ja, so sieht das hier momentan aus. Gut, wir können die Pets auch wieder füttern. Ne? Die sind natürlich auch wieder hungrig heute hier, so wie jeden Tag. Ne? Macht aber jetzt hier momentan auch noch keinen großen Unterschied. Die muss ich erst noch ein bisschen füttern. Ich glaube, der nächste, der liegen würde, wäre Fluoch. Ich glaube, hier brauche ich noch ein bisschen, bis Dragopyr so hoch ist, dass ich Mantiflamme besiegen kann. Kloptiwop weiß ich jetzt nicht momentan, wie lange der braucht für den nächsten Gegner hier, für den Waldschreck. Ja, ich glaube, der... Oh, der sah gar nicht so verkehrt aus. Ja, die sehen gar nicht so, kommt zu Ostern in der Region Meerwrim vor. Also es dauert hier auch noch ein bisschen. Der nächste ist dann hier zu Pfingsten. Okay, hier bei Glanzparades Goldes Event, das ist ja relativ häufig. Trotzdem lässt sich der vielleicht noch besiegen. Ja, also der lässt sich noch besiegen. Die anderen sehen, glaube ich, noch nicht so gut aus. Aber bei Erde ist der gute Kollege ja auch schon auf Stufe 56. Ja, will ich auch nicht zu viel rein investieren, aber gut, dann werde ich den jetzt weiter... Oh, gut, alles klar, dann haben wir den schon mal, das ist sehr gut. Ja, haben wir den auch schon mal zumindest freigeschaltet, ja, ganz nice. Und ja, ich denke mal, das soll es auch für das Video heute wieder so weit gewesen sein. Wir machen guten Fortschritt hier, Stufe 321, sehr, sehr cool. Ansonsten läuft es bei der Community-Gilde auch soweit. Das freut mich persönlich auch sehr. Ja, und bei uns in der Gilde läuft es natürlich auch, davon abgesehen, natürlich super, super gut. Alle ziehen schön mit. Das gefällt mir sehr. Und ja, soweit bin ich auf jeden Fall zufrieden mit der Fortschritt der Gilde und auch mit meinem eigenen Fortschritt. Für meine Verhältnisse bin ich super gut dabei. Und ja, genau. W50 macht nach wie vor immer noch sehr, sehr viel Spaß, meiner Meinung nach. Ich hoffe, beim Zuschauen macht es genauso viel Spaß. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen für euch an der Stelle. Ne? Ansonsten war es das soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.